Synthesolution, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal hier, Freunde. Nicht wundern, dass ich so ein bisschen komisch klinge. Ich bin ein bisschen krank, deswegen kam auch gestern kein Video. Und heute, Freunde, breche ich mir auch noch mein Bein in Minecraft, Freunde. Aber naja, wenn es dir trotzdem gefällt, dann lass unbedingt ein Like, dein fantastisches Abo, um nichts mehr zu verpassen, um mein bester Freund zu werden. Und jetzt viel Spaß. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Hier in der Minecraft-Stadt mit mir, deinem lieben Synthi-Münthi, Freunde. Ja, ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Und heute haben wir einen ganz besonderen Auftrag. Und zwar wisst ihr, dass ich zum einen des öfteren Mal bei McDonald's gearbeitet habe. Dann habe ich bei Subway gearbeitet, im Kino und so weiter. Und heute ist mein erster Arbeitstag, unter anderem in der Stadt. Denn, ihr wisst ja, ich zeig's euch mal ganz kurz, dass in der Stadt letztens ein paar Meteoriten eingeschlagen sind. Moment, müssen wir kurz laufen, Freunde. Und nicht von meine Stimme, ich bin ziemlich verkältet. So, und zwar seht ihr hier, sind Meteoriten eingeschlagen. Ich zeige es euch nochmal von innen, das müssen wir uns gleich eh nochmal anschauen. So, Freunde, zack, und da, ihr seht, da ist ziemlich viel kaputt gegangen. Und wir haben den Auftrag bekommen, als Bauarbeiter das heute wegzumachen. Und ich hoffe, das geht alles gesund aus, denn ihr wisst, das ist eine ziemliche Höhe. Wenn man da runterfliegt, das ist bei meinem Freund Scampi passiert, den hat es dann ziemlich erwischt. Den hat es dann ziemlich erwischt. Und das ist zum Beispiel dieses Haus, dann noch dieses Haus und ich glaube noch eins. Moment mal, ja, oder dieses Haus auch noch, Moment. Gucken wir uns ganz kurz an. So, kurz hoch. Ja, Freunde, also dieses Haus ist es auch noch. Zack, da müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten, das alles wegbekommen. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns da nicht mehr lumpen. Gehen los, holen die Sachen. Aber vorher müssen wir noch ganz kurz was schauen. Denn ich habe geträumt, dass bei den Tieren irgendwas passiert ist. Aber ich glaube, dass es denen eigentlich ganz gut gehen müsste. Da es halt eben nur ein Traum war. Aber wisst ihr, meine Minecraft-Träume sind öfters mal auch realitätsbezogen. Und die bringen uns immer ein bisschen was. Das wisst ihr ja auch. Das ist uns ja schon sehr, 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 sehr oft passiert. So. Hier, Freunde. Zack. Cool. I like it like that. So, Freunde. Also, das sieht doch schon mal ganz schön gut aus. Denen geht's allen gut. Die sind froh und munter. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir ganz kurz anfangen mit unserem, ja, bauen. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Zeug. Wir haben ein bisschen Werkzeug gestellt bekommen von der Stadtverwaltung. Das zeige ich euch mal ganz kurz. So, aber ich weiß nicht, wo die das hingetan haben. Vielleicht ist es bei mir daheim schon. Als eine Art Paket oder sowas. Ich weiß gar nicht so recht. Moment, Freunde. Dann laufen wir mal ganz kurz hin. Von, es tut mir leid, meine Stimme hört sich ein bisschen doof an. Ich bin halt ziemlich verschnupft. Das hört man, glaube ich. Und ja. So, hier geht's runter, genau. Vielleicht ist es hier irgendwo. Zack. Nee, das sind nicht die Baumaterialien. Leider nicht. Vielleicht hier. Nee. Hier auch nicht. Vielleicht steht es irgendwie in der Stadt mit oder sowas rum. Das könnte auch sein. Ah, da, Freunde, ist eine Kiste. Ja, Freunde, das ist das Werkzeug, was wir alles bekommen haben zum Bau. Schön viele Stone Bricks und so weiter. So, zack, zack. Zack. So. Ich würde sagen, Moment, wir fangen mal direkt an mit dem ersten Häuschen, Freunde. So, und zwar ist es das hier. Da gucken wir als erstes direkt mal nach. So. Moment, Freunde. Da, hier, Freunde. Also, ihr seht, hier ist ordentlich was kaputt gegangen. So. Oh, Freunde. Da müssen wir erstmal schön hier die Lücken stopfen. Das ist also auch echt ziemlich, ziemlich hoch, Freunde. Ich habe ziemlich Angst. So. Also, erstmal das ganze Feuer hier ausmachen. Das brennt ja auch schon ungemein lange. So, zack. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Schön. Das kommt alles weg. Corissimo. Sehr nice. So. Dann haben wir den Bereich schon mal hier halbwegs weg, Freunde. Dann müssen wir immer mal gucken. Ihr seht ja, es ist eine ziemliche Höhe. Und hier zu arbeiten ist nicht zu leicht. Ist nicht allzu leicht. So. Zack, und es ist erstmal wichtig, dass von außen alles steht. Das heißt, oh, hier fehlen uns ein paar Steine. Okay, das ist jetzt ein bisschen stier. Aber, naja, so. Hauptsache, es ist erstmal zu, würde ich behaupten. So, geht's hier weiter, zack. Freunde, ich muss sagen, ich darf auch nicht zu viel arbeiten. Oh Gott, da wäre es fast passiert. Denn, wenn man krank ist, sollte man sich ja lieber ausruhen oder sowas.
Ja, das ist, glaube ich, die bessere Entscheidung. Oder wäre die bessere Entscheidung. Aber naja, Freunde, wir müssen es für die Stadt machen. Wir müssen es für die Stadt machen. Okay. Dann müssen wir jetzt hier eine Reihe so machen. Genau. Zack. Sehr schön. Dann hier weiter. So, herrlich, Freunde. Das ist erstmal halbwegs. Halbwegs ist ja erstmal die Hauptsache, Freunde. Geschlossen ist. So, ja. Ich muss sagen, wir kommen langsam in die Richtung. Jetzt geht's hier noch weiter. Zack, zack. Und ich muss sagen, so, jetzt geht's hier zu. Dann haben wir schon mal das erste. Eigentlich fast fertig, Freunde. So. Hier noch weiter. Sehr schön. Zack und... Oh, wow, wow, wow. Freunde, was ist jetzt passiert? Okay, also. Gleich haben wir das erste Häuschen fertig. Ah, noch hier alles zumachen. Freunde, ja, wie gesagt, es sieht jetzt natürlich noch nicht 1:1 aus, wie das vorher. Aber das soll es ja auch gar nicht. Hauptsache, es ist erstmal geschlossen und die Leute können wieder hier wohnen. Jetzt müssen wir hier noch zumachen. Zack. Und ich muss sagen, Freunde, wir haben den ersten Teil schon mal halbwegs erledigt. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht das Beste, was wir hätten machen können, aber es sieht schon mal ganz gut aus, dafür, dass wir kein gelernter Handwerker sind. So, okay. Dann, wo ist denn das andere Haus? Das ist hier. Gehen wir auch mal hoch, genau. Moment, Moment, Moment. Da, Freunde. So, okay. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Wahrscheinlich wieder mit Glas hochbauen. Zack. Ganz kurz hier das weg, ne? So. Und jetzt würde ich sagen, sind wir oben. Und, oh, okay. Hier hat es auf jeden Fall auch ordentlich eingeschlagen, Freunde. Muss man sagen. Erstmal hier die Sachen wegmachen, genau. So, zack. Und, jo, Freunde. Ja, jetzt öffnen sich da Tore, ne? Löcher, die habe ich gerade eben noch gar nicht gesehen, ne? Okay. Zack, zack. Ja, Freunde, hier ist auf jeden Fall auch einiges passiert. Das mache ich einfach mal so, so, so. Dann ist das schon mal zu. Jetzt kommt das hier oben drauf. Sehr schön. Und ich muss sagen, ja, es tut sich langsam was, Freunde. Die Stadt ist wieder schöner. So, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Wir müssen noch den da oben wegbekommen, Freunde. Wobei, das ist doch ziemlich, ziemlich hoch, Freunde. Da müssen wir echt ungemein aufpassen. Ah! Ah! Freunde! Ah! Mein Bein! Oh, Freunde, ich muss mich hinlegen. Was ist denn gerade passiert, Freunde, mein Bein, der Sturz. Ich kann nicht mehr richtig laufen, oh mein Gott. Ach, Freunde, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ich bin ja nur noch am Humpeln hier. Oh Gott, mal gucken, ob Sandra da mir irgendwas geben kann. Oh, ich bin ja selber als Dr. Sünte immer da, Freunde, und weiß ja, wie das ist. Und es sind genau diese Schmerzen und diese Art von Schmerzen, die man hat, wenn man sich sein Bein gebrochen hat. Und ich glaube, wenn ich mal zu springen... Ja, das geht zwar noch, aua. Es ist halt Minecraft. In echt würde es jetzt gar nicht mehr gehen, aber... Ich spüre die Schmerzen trotzdem, Freunde. Ah! Laufen kann ich gar nicht gut. Also vor allem... Ah! Freunde, ich lasse es lieber. Das tut mir gar nicht gut. Jetzt läuft meine Nase noch. Oh Gott, Freunde. Ich bin krank. Hab mir noch mein Bein gebrochen. Es ist echt ein Tag... Ja, ja, wie soll ich sagen? Zum Vergessen. Das trifft es ganz gut. So. Hallo, Sandra. Oh Gott, mein Bein. Kannst du mal bitte ganz kurz gucken? Ich leg mich kurz hin. Mein Bein. Ja. Freunde, ich leg mich nach oben hin, Sandra. Laufen kann ich nicht. Aber ich hol mir jetzt, ich brauche irgendeine Spritze. Ich gucke einfach in meinem Dr. Sünte hier hinten nach und... Ah, Freunde, ich bin jetzt im Krankenhaus auf jeden Fall. Zack, Spritze, ganz wichtig, Freunde. Was macht man nicht alles für die Stadt? Riskiert sein Leben? Äpfel noch. Sehr, sehr gut. Sehr gut, da ist hoffentlich keiner Nähe. Freunde, aber ich kann hier nicht bleiben. Hier ist ein Loch einfach in der Decke. Ich sag Sandra, ich gehe nach Hause und aua, 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 aua. Ja, die soll mir die Spritze jetzt noch geben. So, ich leg mich hin. Bitte, Sandra, gib mir die Spritze. So, ist okay. Sag, wenn du es machst, weil ich bin sehr, sehr, daher soll ich sagen, aufgeregt vor Spritzen trifft es ganz gut. Okay, sag, wenn du es machst, Sandra. 3, 2, 1. Ah! Freunde! Aua! Oh Gott, ist sie drin? Ja. Okay, also. Ich muss sagen, das tat echt unnormal weh und ich möchte es nicht mehr haben, aber es ist halt eben wichtig gewesen, Freunde. Also, Sandra, ich pack's jetzt. Ah, aua, aua. Ich habe mir noch Äpfel mitgenommen. Es ist zwar ein bisschen besser, aber aua, 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 aua. So, Freunde, also. Hier hoch. Zack.
ich lege mich hin. Freunde, ich muss mich jetzt ausruhen. Ich lege mich direkt wieder hin. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mega freuen, wenn du ein Like da lassen würdest. Ein fantastisches Abo, um nichts mehr zu verpassen. Hau rein und ciao.